Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, in der letzten Folge haben wir viele bekannte Gesichter kennengelernt. Deswegen habe ich auch das mit Hannover angesprochen, dass ich da heute Abend hinfliege. Ja. Ah, der holt sich jetzt wahrscheinlich einen Kaffee da oben. Ja. Grunewald ist echt schön. Hannover ist auch super. Aber man muss halt in Erwägung ziehen. Man nimmt natürlich einen Server, wo mehr los ist. Hannover werde ich heute Abend auch ein bisschen RP wieder machen. Da habe ich jetzt ein neues Auto. Das hat die Polizei ja abgeschleppt, aber das ist ja alles zwangsmäßig. Das gehört nicht hierhin, weil wir in Grunewald sind. Ja. Schaut euch einfach die letzten Folgen an und dann ist gut. Dann habe ich das schon mal voll. Sehr schön. Herr Grunwald ist quasi der Arzt. Herr Grunwald ist der Arzt, der Birnbaum ist der Arzt, der mit mir immer die Gespräche gemacht hat in der Klinik. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch drauf oder dran. Oh. Ich rede heute so ein bisschen wirres Zeug. Aber dann ist das so. Ja. Schauen wir mal. So, Herr Sauerstein. Microphone activated. Zu Ihrer Rechten befindet sich nun der Herr Dr. Birnbaum, der wird sich nun um Sie kümmern. Können Sie mal leiser sprechen? Wer leiser sprechen? Du, Forster. Also ich höre den ganz gut. So, hallo? Jetzt also. Da müssen Sie mir Ihre Hörgeräte einstellen, Herr Doktor. Ja, So, deine ist denn der Mutter. Dr. Birnbaum? Oha. Oh, jetzt kommen Mutterwitze. Darf ich mitmachen? Nein, alles gut. Warte, Nein, warte, dürfen Sie warte. nicht. Hast du mich gerade Herr Doktor genannt? Der zukünftige Dr. Birnbaum. Ach so. In Und unserem vielleicht. Herzen bist du schon Doktor. Finde ich schon immer gewesen. Oh. Ja, Sie werden mich heute ein bisschen begleiten in der psychiatrischen Abteilung und in der Patientenbehandlung. Oh, sehr schön. Finde ich gut. Haben Sie denn schon eine Uniform? Nein, Ich habe gar nichts. wir müssten jetzt einmal ins Büro gehen. Da würden wir sie erstmal als müssten sich sie erstmal einstellen, ihnen den Job geben. Herr Sauerstein, bauen Sie keine Scheiße. Warum sollte Genau, ich dann. Scheiße bauen? Wieso wollen Die Sie, dass Welt ich dreht sich um Scheiße Sie. baue? Ja, dann kommen Sie doch mal mit. Ich bin ein sehr guter Bürger hier in Grunwald. Wussten Sie es noch nicht? Ich habe sie ja kaum in Aktion gesehen hier, also. Ich bin ja auch gestern erst eingereist, also. Ja, hier geht's hoch. Gestern war das nicht vorgestern? Ja, ich glaube vorgestern. Also nach Grunwaldzeit war es gestern, nach. Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Okay. Ach. Ich denke mal, mit der Wunde kann ich ja rennen, oder? So. Ich wollte gerade sagen, ich muss nicht noch höher, oder? Wie viele Stockwerke hat denn das Ding hier? Vier, wird kommen. Beschweren Sie nicht von Sauerstein den Weg. Ja, Wie heißen Sie mit Vornamen? Robin. Okay, ich bin der Josef. Duzen wir uns ab jetzt?
Können wir machen. Okay, Herr. Ja, du grüßt mich. Ah, der wird schon leichter, Chris. Achso, das war gar nicht der Arzt. Also der zukünftige Arzt. Hä? Der zukünftige Arzt und Sie können sich duzen. Wer ist denn der zukünftige Arzt? Also der zukünftige Doktor. Aber es war so. Ist Herr Böhmer ist ein Doktor oder Doktor ein Arzt? Ist es nicht das gleiche? Nein, es ist also. Man kann einen Doktortitel haben, ohne Arzt zu sein, aber okay, man kann. Ich bin gerade in meinem Büro. Das ist mein Büro. Ich habe mir das. Hä, ich habe mir das in. Ich frage. Kann man sich irgendwo Büros einschreiben? Na, negativ. Dafür seid ihr zu niedrig alle. So. So, also. Ich komme mal rüber zu Ihnen. Oder zu wem soll ich? Ja, kommen Sie mal rüber zu mir. Ich bin... So, Herr von Sauer, eingestellt einmal. Herr Böhmer, habe ich ja irgendwas an deinem Rang geändert, gerade aus Versehen? Nein, es passt alles. Du hast dich jetzt Praktikant eingestellt. Ja. Das dachte ich. Alter. Das immer hat... Oberarzt. Ja, das ist dieses. Das ist dieses Menü hier. Ah, da ist Robin von Saar, scheinbar. Ey, Sie haben mich schon als Praktikant eingestellt. Ja, genau, als Praktikant kriegen Sie 600. Ja. Aber stellen Sie mal als Pflegeschüler ein, da kriegen Sie 1750 Euro. Das ist, Wenn Sie mich überzeugen die nächsten 2 Tage, dann bleibe ich eventuell sogar hier. Wenn der Birnbaum mich so überzeugt, dass ich hier bleibe, vielleicht bleibe ich sogar hier. Ja, das werden wir sehen. Das werden wir erstmal schauen, wie Sie alles anstellen. Gut. Ja, alles gut. Ich würde Sie dann noch bitten, bei Gelegenheit auf den E-Mail-Verteiler des Uniklinikums Kronwald zu kommen. Aber dann würde ich Sie dann jetzt auch in die Hände von Herrn Böhmbaum entlassen. Und ich bleibe hier oben und mache meine weitere administrative Tätigkeit. Josef, du bist sehr teuer und viel Spaß. Was bin ich? So. Ist Josef, du bist dran. Viel Spaß. Ich muss hier oben bis hier ran. Ja. Danke, komm mit. Ich komm mit. Ach, kann ja noch lustig werden. Sind die alle so lustig hier? Ja. Okay, gut. Muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ja, kommen Sie mal mit. Hier den Balkon. Na? Ist eine schöne Aussicht. Hier können Sie Ihre Pausenzeit vertreiben. Oh, bringen Sie mich auf nicht auf dumme Gedanken. Lass uns lieber reingehen. Warum? Na, die Aussicht ist so schön. Hier möchte man doch gerne mit dem Fallschirm runterspringen, oder? Nein, okay, kommen wir wieder rein. Haben Sie verstanden, okay. Na, direkt der Blick auf den Friedhof ist nicht ganz so schön. Ja. Man muss bloß, wenn man zur Feuerwehr geht, auch den Tod in die Augen schauen, aber ich denke mal, da würde ich mit klarkommen. Genau. Schaffen Sie. Lang. Achso, wir nehmen wieder die Treppen? Der Fahrstuhl geht nicht. Mach. Okay. Achso, wir gehen nach oben. Runter meine ich. Okay, gut. Sprinten wir? Okay, gut. Was? Sprinten wir? Naja, wir sind entspannt, oder? Gut. Ich sprinte auch gerne mal runter. Als was sind Sie eingestellt? Pflegeschüler. Dann kommen Sie mal mit. Ich folge Ihnen. Jo. Kriegt man ganz schön Drehwurm hier. Ja, deswegen immer langsam laufen. Wir sind ja schon auf der 4. Ja.
So, ich kippe ihn jetzt eine ach nee, erstmal mitkommen. Rennen wir? Okay, gut. So, hier rein. Hier ran. Und dann Kasachpflege. Jo. Haben wir. So. Wir sind jetzt auf der Null, oder? Ja. Okay, gut. Muss ich mir wahrscheinlich Dann. merken. Warum? Ich sag mal so, wenn ich irgendwann außer Dienst gehe, irgendwann in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden, keine Ahnung, muss ich mir den Raum ja merken, weil ja hier auch die normale Kleidung hängt von mir. Stimmt, da haben Sie recht. Weil ich weiß es nicht, ob es eine Tasche gibt oder so. Nee, die ist kaputt. Okay, ja, dann muss Kommen Sie ich. mal bitte, wir stellen Sie mal dem Kollegium vor. Okay. Wir sprinten mal. Okay. Ich bin da noch jung und frisch. Oben, wir müssen hoch. Okay. Also die Treppe. Okay. Zweite Etage. Zweite? Okay. Jetzt mal gucken, wo sind denn die? Ach so, ich weiß, wo die sind. Okay. Ich wollte unseren Praktikanten vorstellen. Das ist der Robin von Sauerstein. Der wird heute ein paar Tage mit uns rennen. Der wird überall mal reinschauen im Rettungsdienst, bei euch, bei mir in der Psychiatrie, beim Griffin in der OP und in der Neurologie und in der Notaufnahme. Pipapo. Ich bitte euch, friedlich mit ihm umzugehen. Habt keine Vorurteile. Warum auch? Das ist ein netter Kerl. Habt ihr sonst noch Fragen? Habt ihr sonst noch Fragen? Willst du Kippe haben? Nee, Wir heute machen, wir nicht. haben hier Pause. Okay. Hast du was zu essen? Ich hab alles. Ich hab sogar Ich ein hab Brot. AKG-Gerät. Super. Ich bräuchte auch was zu essen. Bitteschön. Danke. Ziehen Sie sich mal die Handschuhe aus. Bisschen warm. Na, ich guck gerade. Ich bin immer gerne ein Mensch, der gerne dauerhaft einen Handschuh trägt. Das ist im medizinischen Bereich aber nicht so nützlich. Herr Dr. Birnbaum, Ja. entstummen Sie sich bitte mal im Funk, Warum? weil ich Ihnen was zeigen möchte.
Habt ihr das gehört? Gucken Sie mal auf den Namen. Ja. Ihr Statement dazu? Welchen Namen? Von dem neuen Funkgeräusch. Ja, finde ich geil. Eine 10 von 10? Ja. Ich mach mit. Man muss ja sportlich bleiben in diesem Job. 1, 2, 3. Ich soll ein bisschen Musiker machen dafür. Warte, ich hab ein gutes Lied. Mal, lass mal. Mikrofon muted. Kurze Information. Ich habe mal eben kurz gestummt, weil die hören nämlich jetzt GEMA-Musik. Das passt doch mit Beat. Ja. Deswegen hört ihr nur gerade das Gespräch von denen. Aber, ja. Herr Sauerstein, machen Sie doch mit. Mikrofon activated. Nö. Ich habe heute Morgen schon 2 Stunden. Mikrofon muted. Also. Ich glaube nämlich, dass fast alle alten Charaktere, die in Hannover sind, hierhin gewechselt sind. Ich weiß nicht warum. Machen wir weiter. Ich habe hier so eine ganz seltene Musik gefunden. Die hat mein Opa aufgenommen. Willst du mal den Herr Dr. Janssen beim Singen hören? Gangnam Style, ey. Also das ist alles GEMA-Musik, das ist klar. Oh, das war die falsche Version. Bist du die Nummer 112, kommt die Feuerwehr bei. Willst du sie in ein paar Jahren, werde ich das rote Auto fahren. Tadü, tada. Ich gehe mit zur Feuerwehr. Tadü, tada. So freue ich mich schon sehr. Ach, Herr Janssen und Autofahren, das kann aber nichts werden. Jetzt fangen die auch noch an zu singen hier. Ey, ihr könnt froh sein, Sound, dass ihr das nicht hört. Dass ich das einfach mal komplett gestummt habe. Ihr könnt euch jetzt einfach vorstellen. Ja, ist okay. Läuft hier da auch die Suppe aus der Fotze? Nein. Noch nicht. Aber wenn ich dich sehe. Ist Herr Sauerstein ein Störpunkt drin? Nein. Holy shit. Ja, ist jetzt das Ding. RP ist hier richtig super. Ich sag mal so 1700 ist auch ganz nett. Ja. Jetzt fangen sie hier noch an, ist Zähne zu bohren. ASMR oder was? Renovierungsarbeiten. Ach, dein ASMR oder was? Ah, ganz schwierig. Jetzt. Ich angerufen.
So, ich mache euch den Zaun mal wieder an. Die haben nämlich gerade aufgehört zu tanzen. Na, ich habe gerade gedacht, ey, das ist durch. Na? Ich hoffe mal, die 5 Sekunden gibt's kein GEMA-Problem. Ich hätte noch einen schönen, ich habe einen realen Ansatz, ich muss da weg. Wohin? Also, RP gut und schön. Die Musik ist auch okay. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt. Die Musik kommt ja zu stumm oder so. Ja. Kommen Sie mal mit, ich gebe Ihnen mal eine Kliniktour. Mikrofon aktiviert. Ich musste mal kurz mein Hörgerät wieder anschalten. Die Musik war ja grässlich. Die was? Die Musik war grässlich. Ach, tut mir leid. Nee, alles gut, ich verstehe Sie. In Ihrem Alter hat man bestimmt sowas gehört, oder? Ich weiß ja nicht, wie alt Sie sind, aber... Ich? Ja. Ich bin 55. Okay, das ist nicht alt. Das ist schon alt. Ich bin nicht der Älteste auf dem Klinikum. Ist Herr Forster nicht älter? 55 Jahre. Nee, ist Herr Forster nicht älter? Nein. Nicht? Ach. Können wir bitte Stockwerk für Stockwerk machen? Am besten von ganz unten nach ganz oben jedes Zimmer. Ja. Hier befinden wir uns in der hauptsächlichen Notfallmedizin. Hier war ich schon zweimal CT. Kommen Sie mit. Hier unten ist alles Wichtige. Röntgen und ja. OP Notfallaufnahme. Mhm. Also Schockraum Notfallaufnahme. Hier haben sie ein OP mit OP, mit Röntgen. Drüben haben sie auch nochmal ein OP. Sie sprechen ganz schön leise, wenn ich ihnen, aber ist okay. Ja, laut besser. Ja, danke. Also OP-Räume mit Röntgen zusammen. Hier haben wir MRT. MRT 1, MRT 2. Hier ist die Schockraumanfahrt. Hier kommen die Autos rein für den Schockraum. Genau. Links ist die Intensivstation mit dem MRT, ist rechts sind die Treppen und Rampen zugang. Hier ist die Rampe. Wir haben jetzt im Erdgeschoss. Hier haben wir die innere.
Medizin. Primär für Notfallaufnahme. Für nicht Akutfälle. Genau. Und hier ist ja auch, also die Notaufnahme generell, hier ist die Rezeption. Wo man sich vorstellen kann, wenn man mal kommt. Kann man auch klingeln. Dann ist hier der Übergang zu der normalen Rezeption. Mhm. Aufenthaltsbereich. Oben ist eine Cafeteria. Ich muss mir was zu essen holen. Warum fragen Sie mich nicht? Achso, ich darf da nicht hinter, oder? Nee, ich will mein eigenes Essen. Achso. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Na, ich konnte gerade was machen. Na? Ah, gut. Egal, einfach mitkommen. Warten Sie. So. Hier haben wir die Radiologie. Hier kann man Röntgen machen von Gesicht, Schädel, alles Mögliche. Direkt nebenan auch zwei Operationsräume. Mhm. Genau, OP1 und 2. Dann hier wie die Rampe, die wir unten gesehen haben, die nach oben führt. Hier ein kleiner Aufenthaltsort für wartende Gäste. Haben wir hier die Psychologie, mein Bereich. Haben Sie doch ein Büro? Ich habe gedacht... Nee, das sind nur Sprechzimmer. Ah, okay. Sprechzimmer 4, aber es sind auch Sprechzimmer für normale Sachen. Ach so. Aber jetzt beginnt hier so mein Bereich, Sprechzimmer 3. Mhm. Sind das Kerzen? Ja. Hm? Ich habe mir gerade angeguckt, ob das Kerzen sind auf ihrer Fensterbank. Ach so. Sprechzimmer 2 und 1, genau gleich. Das ist jetzt so, das ist jetzt hier so eher Psychologie. Das Bild macht mir Angst, ich muss hier raus. Warum? Oh, diese Nase ist doch asymmetrisch, oder? Nein, das ist der Schatten, das ist Kunst. Ach, das ist ein Schatten. Oh, das macht mir Angst. Keine Angst. Ich glaube, wenn Sie mich behandeln würden hier in diesem Raum, Ich sperre Sie hier drin ein. Ach, okay. Das war ein Witz. Na. Hier beginnt die Psychologie, Psychologie 2. Wer hat sich für die Bilder überlegt? Also. Ich nicht, aber das waren halt so. Okay. Genau. Ich, ja. Bleiben dann Sie in der 2. Die 2 ist am besten. Psychologie 1. Ist mehr entspannter. Dr. Love. Okay, gut. Lass mal genau, einfach mal so stehen. Ich bin der Doktor. Ich bin der Dr. Love. Achso, ja. Dann wieder normale Sprechzimmer. Ah, die werden ja wahrscheinlich ganz normal sein. Genau, das sind die normalen. Schade, ich hab gedacht, ich nehme mir nur eine Banane mit. Schade. Hier ist der Optiker. Optiker, hab ich eine Brille? Weiß ich gar nicht. Ich hab eine Brille. Okay, ich brauche wahrscheinlich auch bald eine, aber... Kann man auch vieles machen. So.
Hier haben wir Physiotherapiezentrum. Funktioniert das Laufband? Weiß ich nicht, müssen Sie gucken. Ach, schade. Schade. Ach, die Handelbank funktioniert auf jeden Fall. Haben wir hier zwei Toiletten, Nee. männlich und weiblich? Unisex? Ja, nein, männlich und weiblich. Ach so, ja, okay. Und hier wieder die Cafeteria. Im Kreissystem. Ne, mein Puls war gerade unregelmäßig. Ja, hier links haben wir noch normale Stationen. Genau, Behandlungs-, also Zimmer, die über die Behandlung über hinausgehen für stationäre Aufnahmen. Warte, ach da, ich wollte schon sagen, wo haben Sie sich denn versteckt? Haben wir insgesamt vier von den Stück hier. Hier ist ein größeres. Schön. Genau. Na, funktioniert er? Schade. Nein. Leider nicht, okay. Doch nicht. Ja, kommen Sie erst raus. Genau, ist das gleiche Zimmer. Haben wir noch größere Stationen? Weil diese Türen, kann man die nicht austauschen? Kommt Ach. noch. Ach. Ist das hier links ein Aquarium? Wo? Hier links? Nein. Ah, okay. Ah, okay. Gut, sind separé. Genau, dann gehen wir jetzt mal ein Stockwerk hoch. Wie viele Stockwerke haben wir? Also 8 habe ich ja gesehen. Und davon ist die erste, die zweite, die Untergeschoss 2 und die achte und neunte betretbar. Okay. Sesam, öffne dich. Naja, die Tür wollte nicht. Ach so. Das ist nur Station, also stationäre Aufnahme, also Behandlungszimmer und noch verwaltungstechnische Sachen befinden sich auch hier. Der Rettungshubschrauber. Station 200. Na, hier lag ich ja schon drin. Ach, geil. Na, hier lag ich ja schon 1,5 Stunden. Ja. Der Arzt hat gemeint, der müsste mich vergessen. Na. Nicht so toll. Ja, aber Essen hat er mir zweimal gebracht. Das ist geil. Ich habe gerade gedacht, brennt da hinten Feuer oder so? Oder das war nur das Abendlicht vom Hafen? Dachte ich auch. Boah, jetzt gebrannt hier, boah. Ist das nicht Feuer? Nee, oh. Oh, nee, oh. Gruselig. Auf jeden Fall. Was würden Sie denken, wenn Sie das Bild sehen? Drei Donuts und ein Kaffee. Essen. Okay, gut. Gut. Alles Und andere, Sie? ich sag mal so, drei Löcher plus ein Ständer. An was denken Sie denn da? Ja,
Es ist Freitag in meiner Welt und Freitags ist immer Zärtlichkeitstag. Und ja. Wie, was heißt denn das? Vergnügungstag, Männersache. Ja, quasi. Deswegen bin ich auch heute Abend noch. Ich habe Ihnen ja erzählt, ich fliege ja nach Hannover und man trifft sich halt mit Männern. Und ja. Oh, geht's morgen wieder zurück. Ist auch schön. Ja, vertiefen brauchen wir es ja nicht, weil wir sind ja seriös. Oder? Genau, und wir beide wissen, worauf wir hinaus wollen. Genau. Das ist so ein Männerding. Ja, deswegen arbeiten wahrscheinlich ja auch nur Männer, oder? Ab denen eine Nö, Dame hier sind geht. auch Frauen. Okay, die sind wahrscheinlich nicht da. Also, nein, wir haben keine Frauen im Team, aber hier sind oft viele weibliche Patienten, die sich hier auch wohlfühlen. Oh, das Zimmer, das würde ich direkt nehmen. Also, ist das ein Privatzimmer? Weil der Fernseher Nee. ist größer als der andere. Privat haben wir hier nicht in dem Sinne. Du kriegst das Zimmer, was du was, was die, ja, was frei ist. Okay. Dann ist doch gut. Jo. Komm mal mit. Ich folge dir einfach. Sieh ihn. Noch schnell gucken. Ja, das ist ein Wir weiterer. haben warte, schnell raus. Ist da noch einer drin? Nee, wir haben eine Anmeldung bekommen. Da hat jemand gehustet? Da hat jemand gehustet. Wo? Ich weiß es nicht. Wir haben eine Anmeldung über Evena bekommen. Das ist Okay. unser krankenhausinternes Meldesystem. Wenn die Rettungswagen Patienten anmelden, Ja, dann, dann kannst du dich ja gleich schon mal beweisen ein bisschen. ja, lauf. Warte, ich lese dir vor. Okay, ich höre. Männlich 39. Ja. Zustand nach Dehydration, bei Bewusstsein Wundheit erforderlich. Es war eine Hydration Reanimation zu mit ROSC. Hydration hast zu wenig in Nährstoffe. Dehydration bedeutet zu wenig getrunken. Okay, gut. Also ausgetrocknet. Nicht Die gut. sind um 17:19 Uhr hier. Also Ja. Kopfzeit. Ja, klar. Genau. Dann kannst du ja schon mal. Warte, ich funk die mal an. Richtung Schockraum gleich oder? Warte, ich frage ja. Frage an euch, fahrt ihr den Schockraum unten an oder über die normale Anfahrt? Ja, aber bei euch ist kein Schockraum eingetragen. Das ist so verstanden. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Wir haben noch eine Minute. Nee, alles gut. Oh, da haben wir wieder Stau in Kronwald. Genau, Stau haben wir. Aber die haben ja eh seine Rechte frei, oder? Ja. Okay, dann ist der Stau egal. Es wird gleich ein bisschen hektisch. Alles gut, ich bin die Ruhe selbst. Ich hasse schon. Schon mal Lukas bereitlegen oder so? Nee, nee. Erstmal gucken. Erstmal gucken. Die sind ja aber zeitlich, also auf den Punkt. Tja, das ist Rettungsdienst. Das sieht nach einem Polizisten aus. Hallo. Nicht 39. Zustand nach Dehydration bzw. Mangel, Unterernährung. Letzte gemessene Herzfrequenz war bei 92.
Blutdruck letzte gemessener war bei 74 zu 50. Sauerstoff bei 98%, hat aktuell noch Schmerzen im Arm rechts. Wir haben gegeben 1 Milligramm Epinephrin und 2 Milligramm Morphin. Es ist aktuell so weit abgebunden, dass es nicht mehr blutet hat. 1 Liter Iono dranhängen am linken Arm mit einem grünen Zugang. Ja, der Sauerstein wird sie ins Behandlungszimmer fahren. Am Rollstuhl? Wo nehme ich die Tage? Helfen Sie ihm einfach beim Laufen. Ich brauche keine Hilfe, es geht schon. Ich bin ein normaler Amtsarbeit. Ja, trotzdem, zur Sicherheit. Auf die 2? Auf die 0? Da, innere Medizin hinter dir. Ah, reicht das. Erstmal da rein. Okay. Ich begleite Sie. Suchen Sie sich mal ein Bett aus. Genau. Sehr schön. Also. Ich habe den Mann mal einfach schon mal hinlegen lassen. Gut, Sie haben also nichts getrunken. Ich habe zu wenig getrunken oder gegessen, ich weiß es nicht. Okay. Ja, nach den Umständen her denke ich, Sie haben zu wenig getrunken, weil nach unseren Tests da ist Ihre Haut auch sehr auffällig. Dehydriert, also. Kennen Sie den Haut-Tugur-Test? Ja. Nein, hab schon mal davon gehört, aber noch nie selber ausgeführt. Ja, das ist einfach so ein kleiner Test, da wird so eine Falte von der, also die Haut gezogen. Und wenn sie sich zurückformt, ganz schnell ist sie okay, aber wenn diese Falte bleibt, dann ist man dehydriert. Das haben wir halt bei Ihnen und deswegen werden wir Ihnen jetzt 1 Liter Natriumchlorid Kochsalzlösung anhängen und Blut abnehmen. Mit der Diagnose hypovolämischer Schock. Und dann fahren wir noch. Wie lange muss ich hier bleiben? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Wir werden jetzt gleich erstmal dann noch in den Röntgen fahren. Wegen der Reanimation gucken, dass ihre Rippen nichts abbekommen haben. Und wenn dann das okay ist, bleiben sie noch zur Überwachung ein paar Minuten oder Stunden, Tage, Jahre. Jahre? Genau. Ich muss arbeiten. Nee, Arbeitslosengeld. Nee, ich arbeite. Sie können ja auch Homeoffice machen. Homeoffice, ich bin bei der Berufsfeuerwehr. Ja, dann spielen sie Notruf 112. Ja, das bringt mir auch nicht viel. Egal. Wir holen mal ein Bett. Wir werden jetzt hochfahren in den Röntgen. Okay. Ja, im Flur steht ein Bett? Ja. Okay, ich schau mal eben. Da haben wir einen Rollstuhl, das bringt nichts. Keinen Fall. Bleib ich nicht hier. Nehmen wir ein Bett oder nehmen wir einen Liege? Bett, Liege. Liegebett, okay, gut. Ja. Ich stehe schon mal auf. Keiner. Okay. Auch keiner. Gestern, als ich einen Patienten hergebracht habe. Es sind aktuell keine Betten frei. Kommen Sie mal mit. Der Herr. So. Die habe ich. Die lag dann. Fahren wir so hoch. Ich bleib hinter Ihnen, falls er zurückrutscht. Ich muss aber auch gleich los. Ist das ein Student hinter Ihnen? Achso, deswegen hat er so wenig an. Was hat er? Deswegen weiß er nicht, wie das hier läuft. Das hat ja nichts.
nichts damit zu tun. Das kann ja auch ein Arzt sein, der sich erstmal eingewöhnen muss. Ja, das stimmt auch immer. So, wo waren jetzt hier der Röntgen? Da links rein. Genau, und leg ihm mal schon mal den. Ich gebe ihm schon mal die Bleischürze. Genau, gib ihm die. So. Wenn sie sich dann hingelegt haben, gebe ich ihnen die Bleischürze. Sehr schön. So. Ich gucke gerade mal. Brille ist okay, die ist aus Plastik, oder? Ja, trotzdem ab. Okay, gut. Er sind sicher schon. Der Gürtel ist das Metall. Ja, ich wollte gerade fragen, ob sie sich entkleiden können. Ja. Okay. Haben Sie irgendwelche Implantate? Metall oder so, von dem wir wissen müssen. Okay. Ja, dann wollten wir gleich die Röntgen machen. Ach, warten Sie. Ja. Dann soll er sich bitte Verteiler melden und dort eine E-Mail reinsenden bezüglich der MPO, weil ich kann gerade nicht und ich bin gleich weg. So, ist ungefährlich, geht ganz schnell, 2-3 Minuten. Kriegen wir einen Einblick in ihren Brustkorb. Ich kann mich aus, alles gut. Jo, ist gleich. Komm mit. Ja, ich habe den Knopf gesucht. Ach, da ist er, ja. So, wir zudrücken. Genau. Sehr schön. Aber ganz gut aus, hat auf jeden Fall ausgelöst. Ich lege ihm dann schon mal die Schürze wieder ab. Noch nicht, wir sind noch nicht fertig. Achso, machen einmal Vollscan. Ah, okay. Ja, einmal sich hochauflösende Aufnahmen. Ah, okay, gut. Ich muss gucken, weil ich gleich dringend weg muss. Na, alles gut. Passt schon. Dann müssen sie mit dem Forster machen. Alles gut. Seine Kompetenz, denke mal, da komme ich auch gut mit klar. Aber ich bin ja auch in einer guten halben Stunde weg. Also. Ich muss ja eh gucken, wie ich gleich hier wegkomme, weil ich ja kein Auto und nichts habe. Jo, dann können sie mal wieder zu ihm gehen. Hallöchen. Der Kollege will jetzt die Schütze abnehmen und dann werten wir ihre Bilder aus. Haben sie Probleme da? Nö. Nein? Und mit der Atmung? Mit der Atmung, alles super. Ich kann gut atmen. Dann Der Robin wird sie rausbegleiten in den Patientenzimmer gegenüber. Welche? 100? 102? Ich folge mir einfach. Okay. So, nimm ihn, komm mit. Achso, ich soll ihn mitnehmen. Du sollst die Trage mitnehmen.
Ich wurde gezwungen, hierher zu kommen. Von wem? Von den Sanitätern. Ja, ist ja auch richtig so. Aber ich will gar nicht hier sein. Hier gibt's richtig gutes Essen. Ich lache hier auch schon 2 Stunden. Was? 2 Stunden? Ich liege hier doch keine 2 Stunden. Ich weiß ja nicht, ob die 2 Stunden hier liegen. Nein, lassen Sie ihn runter. Gut. Ist unten. Wir lagern ihn um. Okay. Hier gehen sie auf das Bett. Darf ich mich wieder anziehen? Hier. So. Ziehen Sie sich mal wieder an. Der Sauerstein wird mal Ihren Zugang überprüfen. Dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Hängen wir nochmal jetzt eine Kochsalzlösung ran, 500 Milliliter. Was sagt mein Blutdruck? Alles der super. Hat sich wieder stabilisiert. Genau, ich werde jetzt die Bäder aus. So, und schauen wir mal. Was geben wir denn? Kochsalz? Kochsalzlösung, aber also als Kopfmedikament, ne? Mehr. Nix geben jetzt hier. Achso, einfach okay. Als Kopfmedikament. Wie im Ordnungsamt nennt man das Tuso, als würdest du es geben. Ah, okay, gut. So. Da oben. So, Flasche hängt. Super. Ja, die Bäder schauen 1A aus, also hätten nicht mehr Glück haben können. Da ist nichts. Aber das hätte ich mir auch gedacht. Ich habe es jetzt nur zu Übungszwecken gemacht, für den Kollegen hier links von mir. Wie heißen Sie überhaupt? Hallo? Er ist schon eingeschlafen. Kollege. Herr Feuerwehrmann. Ich glaube, der ist eingeschlafen. Hallo. Ich habe ihm eigentlich nichts gegeben, was zum Schlafen bringt. Hallo? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. So, Stefan, was hast du ihm gegeben? Ich habe ihm gar nichts gegeben. Ich war kurz im Kopf. Genau. Wie heißen Sie? Alexander Hoffmann. Wie alt sind Sie? 39? Genau. Feuerkrankungen haben Sie nicht, Sie haben keine Allergien, Sie nehmen keine Medikamente. Nein, ich bin komplett sauber. Und Sie haben jetzt auch keine Symptome? Ich habe keine Symptome, nix. Und mir geht's fit. Fühlen Sie sich so wie immer? Ich fühle mich so wie immer. Stehen Sie mal auf, stellen Sie sich hin auf 2 Beinen. Und dann ein Bein hochheben und die Arme ausstrecken. Ich mache Ihnen mal Platz. Vielleicht irgendwas organisieren, dass ich runtergefahren werde. Ich habe kein Auto. Ja, kommen Sie mit. Haben wir einen Rollstuhl oder so? Ja. Ich hätte von BF zu BF fahren. Keine Anzeige bekommen. Achso, verständlich. Das ist mein Job, wissen Sie? Ja. Foster. Achso, du bist NIF. Ich brauch den 71.1. Macht euch mal bereit, ihr kriegt gleich einen Krankentransport.
Wer ist in der Leitstelle? Du? Ich? Nee. Der Forster ist in der Leitstelle. Hallo? Wo bist denn du? Wir bräuchten, ob du einen Einsatz aufmachen kannst, Krankentransport von der vom Klinikum zur BF. Für den, wie heißen Sie nochmal? Alexander Hoffmann. Alexander Hoffmann. Der hatte einen Unfall und der ist immer noch kränklich, der muss aber zur BF, weil der sich umziehen muss, damit er außer Dienst geht. Was? Nee, ich gehe in Dienst. Verstehe. Ich denke mal, wenn der Arzt sagt, dass sie krank sind, dann sollten sie außer Dienst gehen, sonst machen sie wieder einen Unfall und landen wieder hier und dann wird es nur noch schlimmer. Nein, ich bin gesund. Blutwerte sind okay, mein Blutdruck ist stabil. Nichts, was mir Sorgen bereiten muss. Ich bin selber rettungsfähig. Keine Ahnung, mach einfach RD0 oder so. Ja. Ohne Sosi, ne? Jo, danke. Ist Ihre Entscheidung, aber ich bitte Ihnen nicht, darauf in Dienst zu gehen. Nee, das habe ich nur so gesagt, damit die Leitstelle das auch macht. Und das wäre Krankentransport, setzt ja voraus, dass er krank ist. Richtig. Deswegen habe ich gesagt, er muss zur BF, weil er außer Dienst gehen muss, aber er muss jetzt nicht außer Dienst gehen, weil ihm geht's ja gut. Wir brauchen halt nur ein Transportmittel. Na, alles gut, passt schon. Wir sind hier halt lustige Leute. Ach komm, wenn der Kollege rennen will, ich laufe ihn ganz entspannt. Ach, der hat's mal wieder eilig. Ah, ich höre was. Da kommt ja meine Abholung. Ach, was Schönes, Graues und Blaues, oder? Hallo. Ich bin noch nicht unterwegs. Krankentransport zu BF, der ist mobil. Der ist mobil, also kein Liegentransport, sondern sitzend. Alles und klar. Ohne Sosi. Ohne Sosi, alles klar. Jo, viel Spaß. Dann folgen Sie mir einmal bitte. Wollen Sie vorne sitzen, wollen Sie hinten sitzen? Gerne vorne. Alles klar, dann steigen Sie. Einmal mit drauf, Alter. Ja, wenn er das die 3 einfach bitte. Ja. Sauerstein, komm mal rüber. Ich stehe nicht so gerne auf der Straße. Das ist immer noch ein Passantenfußweg, aber okay. Echt? Ja, das ist einfach nur eine Einfahrt. Wir dürfen ja aber trotzdem stehen. Okay. Genau. Ja. Das ist, Sie kennen ja den Henry, ne? Henry Maske? Ja, den kenne ich. Seit wann hab ich irgendwem hier das Du angeboten? Sie kennen ja den Brieske, ne? Richtig. Der Sauerstein, der macht sich richtig gut. Der kennt sich schon aus mit den hier sag schon Infusionen und wie man Röntgen macht. Also ich war echt schockiert, dass er das wusste. Wieso? Weil das sonst andere Praktikanten das nicht wissen. Na sehen's. Also ich denke mal, der wird hier noch Chefarzt. Na, da so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Bleiben Sie dran. Solange ich Krankenschwester werde, ist alles gut. Schwester? Eben. Ja, ja. Also, so wäre man Krankenpfleger. Alles gut. Ja. Na dann, sehr schön. Aber dann laufen Sie nicht die ganze Zeit mit den Handschuhen rum, dass es ohne geht. Na, die sind wie angewachsen. Ich muss sie mal heute Abend da abschneiden. So, drücken Sie mal Y-Muskeln. Jawohl. Ah. Zauberhand, okay, ja. Alles klar. Ja, da regulieren sie jetzt auch da ihre Sprechreichweite, aber
Bei mir nicht. Das, nee, bei mir auch nicht. Nein, okay. Ja, das ist schon zufrieden. Ist okay. Zeig Berliner. Ist das schon wieder skandalös hier? Ich geh jetzt, ich muss jetzt gehen, ne? Wie, sie müssen gehen? Im Kopf, der K ruft. Ach so? Ja, jeden Freitag ist aber nichts Neues. Okay, und wer kümmert sich dann um den guten Herrn von Sauerstein? Der Foster, der ist ja auch Notarzt, der kann ihn ja mitnehmen jetzt Rettungsdienst. Ich hab ihm ja gesagt, der guckt in jeden Bereich einmal ein bisschen rein. Okay. Jetzt hat er eine Stunde Klinik gemacht, hab ihm ein paar Sachen erklärt, Verfahren erklärt, jetzt kann er mal Rettungsdienst machen. Okay, dann bringen sie ihn noch in die Umkleide und zeigen sie ihm, dass er sich vielleicht noch vernünftig anzieht und wenn er auf Einsatzfahrt gehen soll. Genau, kommen Sie mit. Ich kann auch alleine runterrennen. Das ist ja nicht unten, ich will sie einfach begleiten. Ich habe Angst, dass sie sich verlaufen. Ach, wenn ich mich verlaufe, dann Tür auf. Dann was? Wenn ich mich verlaufe, rufe ich einfach die Notrufstelle an. Die ist ja nicht immer besetzt. Ach, stimmt auch wieder. Merken Sie sich einfach Haupteingang rechts, geradeaus, links. Das ist die Frauenumkleide. Oh, scheiße, ich bin falsch. Also, Herr Sauerstein, ich bitte Sie. Ich fühle mich mal manchmal Sie wollen, wie eine Sie Frau. Wollen doch nicht unsere Frauenbeauftragte belästigen. Ach doch, immer. Poloshirt am besten, weil nicht wundern. Ja, da steht Notarzt drauf, das ist aber nicht schlimm. Wir haben noch kein anderes Modell. Sagen Sie einfach, Sie sind kein Notarzt. Der Helm ist immer mit dabei. Den kriegen Sie auch über den Y-Muskel weg. Bei den Cappies. Ja, alles gut. Genau. Ich bin nicht der Jüngste, müssen Sie wissen. Auch wenn ich jünger bin als alles die. Gut. Foster, ich nehme an, Sie wissen schon Bescheid. Das ist der Foster, der wird Sie jetzt ein bisschen im Rettungsdienst begleiten. Sie können Sie Auto fahren? Haben Sie einen Führerschein? Natürlich habe ich einen Führerschein. Dann fahren Sie nämlich. Quatschen Sie bitte mit dem Foster, der ist sehr gesprächig. Der freut sich auf Sie. Ja, ich merke das schon, dass er sehr gesprächig ist. Antwort tut er nicht. Der ist nur schüchtern. Der ist noch schüchtern. Okay. Ja, der ist schüchtern. Ich bin generell ein ruhiger Mensch. Das stimmt, das kann ich nicht. Er ist ein netter Mensch. Ein ruhiger Mensch, nur wenn es dann naja, immer mal unter Wasser atmen können. Das macht diesen Flug das möglich. Ja, Herr Wasser. Bitte? Ist doch viel zu laut, Herr Foster. Muss es zu laut. Ja. Für irgendwem. Boah. Ich muss jetzt gehen. Sonst kriege ich Chef. Ärger von Frau Chefin. Die versaut mir dann den Hintern. Foster, ist das bei dir? Nee, genau. Das ist hier. Viel Spaß. Herr von Sauerstein? Wie lange sind Sie denn heute im Dienst eingeplant? Bis morgen früh um 3. Okay, also Sie machen dann die ganze Nachtschicht hier als einmal mit. Also erstmal ist es so weit angedacht. Okay. Also erstmal bin ich ja da, muss gucken, ob das Klinikum auch bezahlt, weil ich habe das Gefühl, ich bin seit einer Stunde im Dienst, aber kommt noch kein Geld. Da gebe ich dir einen Tipp, einmal kurz schlafen legen. Das liegt dann an der Bürokratie. Ja, jetzt lohnt es sich eh nicht.
Jetzt lohnt sich's eh nicht, weil. Ja, ich weiß. Vielleicht gibt's Kaffee. Genau, so, ich muss einmal kurz den Sprechmuster bearbeiten. Ist natürlich jetzt blöd. Ich bin schon im Minus vom Konto und hab kein Geld bekommen. Geil. Wir haben keinen Geldautomaten, doch, da hinten. Ich geh mal eben kurz. Das Schlimme. Ich habe mal eine Frage. Muss ich dafür zahlen, dass ich hier arbeite? Ob Sie dafür zahlen müssen, dass Sie hier arbeiten? Ja, weil mein Konto, ich hatte vorhin minus 5000, jetzt bin ich bei minus 5000. anscheinend. Das weiß nicht, haben Sie irgendwie noch eine Immobilie offen oder ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Ich habe kein Auto, ich habe nichts. Das ist mir dann ein Rätsel. Ja, ich auch, weil ich bin jetzt wieder bei minus 7000 Euro. Und habe zwischendurch minus 4000 gehabt. Jetzt bin ich bei minus 7000. Oh, geil. Hey, das ist komisch. Ich kann meine Brieftasche gar nicht mehr öffnen. Ne, ich war jetzt kurz am Geldautomaten. Ah, ja. Okay. Dann würde ich mich mal einmal kurz schlafen legen und das einmal kurz abklären, weil das kann ja nicht. Ja, genau. Dann würde ich gleich nach dem Dienst wiederkommen. Genau, kommst du nach der Wende entspannt und. Okay. Treffen wir uns wieder hier? Also ja. Den Kollegen? Ja, ja. Sehr schön. Sehr gut. Bis nach der Wende. Bis nachher. Channel switched. Ciao mit Frau Robin. Tschüss. Ah, schön. Denke ich jedes Mal, hat er abgebrochen? Nein, er nimmt immer noch auf. Tschüss.